Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Ihr seht's, auf Wunsch des ein oder anderen Kommentars habe ich noch ein bisschen was von La Liga reingetan. Ich habe natürlich nicht alle Spiele geschafft. Ich wollte den kompletten Premier League Spieltag und dazu eben ein paar aus La Liga. Naja, viel Spaß beim Zuschauen, bleibt fair in den Kommentaren. Und ja, guten Rutsch. Los geht's mit Everton gegen Leicester City. Sowohl Everton als auch Leicester City mussten zuletzt eine 1-0-Pleite hinnehmen und das war sicherlich etwas niederschmetternd, insbesondere von Leicester City zu Hause gegen Cardiff. Und jetzt wollte man es hier besser machen und hatte dann auch die erste Möglichkeit. Lange Zeit war es hier keine äußerst ansehnliche Partie, denn Everton verteidigte nur und Leicester fiel nach vorne relativ wenig ein. Jetzt versuchten sie es zumindest mal 10 Minuten vor der Pause nach vorne ein Zeichen zu setzen. Das ist dann Albrighton, der Abschluss ist auch da, wäre auch aufs Tor gegangen, beziehungsweise ging auch aufs Tor, aber für Pickford ist sowas natürlich kein Problem. So ging es dann absolut verdient mit 0-0 in die Pause. Eine enttäuschende Partie hier zum 1.1. des neuen Jahres. Zweiter Durchgang, dann wieder Leicester City aktiver. Weiterhin von Everton viel zu wenig im Spiel nach vorne. Ricardo Pereira legt auf Albrighton, kann eigentlich in die Mitte legen, macht es dann selber, testet Pickford, der ist aber wieder da und hält den Ball ganz einfach fest. Doch Leicester City war besser drauf und sie spielten sich dann auch schnelle Gegenangriffe aus. Viele Möglichkeiten gab es nicht, aber wenn es welche gab, dann eben für die Gäste von Leicester. Albrighton im Zusammenspiel mit Ricardo über die rechte Seite, gut, dann weitergeleitet auf Albrighton. Albrighton macht das jetzt, nein, dritte Möglichkeit von Albrighton, wieder verliert er gegen Pickford, das war eine super Reaktion des Schlussmannes von Everton. Wir sind schon in der Nachspielzeit, dann auch Everton endlich mal auf dem Weg nach vorne, um sie mal erwähnen zu können. Coleman mit der Flanke, die wird erstmal geklärt von Soyuncu, der Nachschuss von Walcott wird von Ndidi aber entschärft. Es gab dennoch nochmal diesen Eckstoß, auch wenn die Nachspielzeit schon abgelaufen war. Es war hier übrigens die Brust und kein Handspiel. 94. Spielminute, Eckstoß von der linken Seite für den FC Everton. Den tritt da rein, da ist Kurt Zuma, da ist Kurt Zuma und macht das 1-0. 94. Spielminute. Der Lucky Punch auf Seiten der Gastgeber und das war höchst schmeichelhaft, aber natürlich egal für die Fans der Gastgeber. In der 94. Spielminute mit der letzten Aktion macht Zuma das 1-0 und wir sehen es, der Ball war hinter der Linie gleich nochmal ganz genau. Alles richtig und so gewinnt Everton am 01.01.2019 mit 1-0 gegen Leicester, höchst schmeichelhaft in einer langweiligen Partie. Fulham konnte positiv in dieses Stadion einziehen gegen Arsenal, da man zuletzt gegen Huddersfield 1-0 zu Hause gewinnen konnte durch ein spätes Tor von Mitrovic. Jetzt war Arsenal unter Druck, sie verloren ja 5-1 gegen den FC Liverpool und man sah, dass Nervosität in den Beinen steckte. Kamara und dann Mitrovic, der erste Abschluss gehörte hier den Gästen aus Fulham. Gute Partie der Gastmannschaft und Bernd Leno gerät hier viel früh unter Druck. Der Ball war auch noch abgefälscht. Und weiterhin die Gäste besser aufgelegt. Chambers über die rechte Seite mit Christie. Wieder Christie, der hier den Ball bekommt. Vietto bringt die Flanke und Czerny macht das 1-0. 28. Spielminute, hochverdient das Führungstor für die Gäste. Erstes Saisontor für Tom Czerny. Und da konnten sie sich feiern lassen. Was war mit Arsenal los? Weiterhin kam nach vorne fast gar nichts. Kamara über die linke Seite. Czerny jetzt hier mal auf der Außenbahn. Bringt die Flanke und da ist Callum Chambers. Der macht gegen seinen alten Verein das 2-0. 35. Spielminute. Die Arsenal-Fans im Hintergrund, hören sie die Pfiffe, waren natürlich nicht zufrieden mit dieser Partie. Bernd Leno kann nichts mehr machen. Sokratis sieht in diesem Zweikampf, in diesem Kopfballduell extrem alt aus. Jetzt aber auch mal Arsenal, Aubameyang und der brachte die Hoffnung zurück. Auf den ist ja zumindest noch Verlass bei Arsenal. In den letzten Wochen ging es ja hin und her mit der Gefühlslage bei den Gunners und das 5-1 gegen Liverpool war der negative Höhepunkt, aber auf Aubameyang eben kann man in der Regel zählen. Vor der Pause aber nochmal die Möglichkeit hier für Brian auf 3-1 zu stellen und es wäre nicht unverdient gewesen.
Und dass das Spiel im Emirates Stadium stattfand, das hat man nicht wirklich gesehen. Arsenal trat hier nicht auf wie eine Heimmannschaft. War froh, dass es hier nur 1-2 zur Pause stand und Aubameyang vor der Pause noch verkürzen konnte. Jetzt aber Arsenal mit dem ersten Offensivzeichen im zweiten Durchgang. Und zwar so, Aaron Ramsey macht das stark nach Flanke von Iwobi, aber Sergio Rico ist da und kann stark parieren. Die erste Möglichkeit für den Schlussmann von Fulham sich auszuzeichnen. Doch die Gunners blieben dran, wollten den schnellen Ausgleich, um es hier komplett zu reden. Koscielny wird nicht angegriffen, Ball noch abgefälscht. Und wieder Sergio Rico, starke Tat in der Szene. Knappe 10 Minuten im zweiten Durchgang gespielt. Lacazette, Aubameyang, Pierre-Emerick, Aubameyang und Ausgleich. Doppelpack vom Gabuner, sein 15. Saisontor. Und die Hoffnung kehrte jetzt zurück beim FC Arsenal. Aber von der Offensive nach der Pause war dann nicht mehr viel zu sehen nach diesem Treffer. Stattdessen kam Fulham nochmal und wollte das Siegtor erzielen. Koscielny kann es nicht richtig klären. Christie auf Chambers. Kamara, Tom Tierney, Kamara. Doch die letzte Möglichkeit der Partie wurde nicht verwertet. So geht diese Partie am Ende 2-2 aus. Geht dann auch in Ordnung. Im zweiten Durchgang wurde Arsenal etwas besser. Verdiente sich dieses 2-2. Aber Fulham machte auch einen starken Auftritt. Tottenham hatte die Möglichkeit, den zweiten Platz etwas auszubauen und zu festigen. Dann verloren sie aber zu Hause gegen Wolverhampton mit 1-3. Nicht unbedingt das Ergebnis, mit dem man da zwangsweise hätte rechnen können. Hier gegen Cardiff City, die nebenbei erwähnt 1-0 gegen Leicester City gewannen, starteten die Spurs aber besser rein. Eriksen hatte hier zumindest die erste Halbmöglichkeit, die dann aber nicht aufs Tor ging und dadurch kaum für Gefahr sorgen konnte. Dann Fehler im Aufbauspiel nach vorne. Gunnarsson passt auf und Højlund über die rechte Seite bringt den Ball auf Pettersson. Und der macht das 1-0. Klasse Treffer, 17. Spielminute und Tottenham schon wieder im Rückstand. Stark hier von Højlund gemacht. Die Flanke dann ist auch gut getreten. Super Abschluss von Callum Pettersson und der macht das 1-0. Über eine halbe Stunde jetzt schon gespielt. Konnte Tottenham darauf antworten. Sie versuchten es und Davis macht das gut über die linke Seite. Dele Alli scheitert aber an Etheridge, der sich da auszeichnen kann. Starke Parade nach gutem Schuss von Dele Alli. Fährt er die Hand aus und kann den Ausgleich vermeiden. Doch weiterhin jetzt Tottenham stärker. Sie waren hier die bessere Mannschaft. Eriksen. Super Schusstechnik, zwirbelt den Ball hier fast im langen Eck rein. Minimal hat da was an Effekt gefehlt, trotzdem, das war ein sehenswerter Schuss, der haarscharf am Pfosten vorbeistreift. Dann stand zur Pause 1-0, etwas schmeichelhaft für Cardiff City, aber so kann man die Dreier eben auch reinfahren. 45 Minuten mussten sie aber noch überstehen und weiterhin war Tottenham die bessere Mannschaft. Sie wollten eine Reaktion zeigen auf das 1-3 gegen Wolverhampton und da kommt Son in der 49. Spielminute zum Abschluss. Aber Etheridge war wirklich klasse drauf an diesem Abend und konnte abermals den Ausgleich verhindern. Doch der Druck wurde immer größer, wieder Tottenham. Knapp 55 Minuten davon der Uhr. Trippier mit der Flanke, Morrison macht's scharf und macht's ganz schlecht. Heung-min Son mit dem 1-1, 8. Saisontor für den Südkoreaner. Hochverdientes Ausgleichstor für die Gastmannschaft. Super dann reingedroschen, aber Morrison macht's eben falsch. Den Ball darf er da so gar nicht ablegen. Dann Viertelstunde vor dem Ende. Eriksen, dem war heute kein Tor vergönnt, probiert es hier aus jeder Lage. Super Freistoß dann und dann fehlt wirklich ganz, ganz wenig, dass der im Winkel einschlägt. Wir sind schon in der Schlussphase. Gunnarsson macht's falsch. Dele Alli ist nämlich da und passt auf. Davis, Kane kommt nicht durch. Eriksen, Moussa Sissoko. 1-2, 90. Spielminute. Erstes Saisontor für den Mittelfeldmann. Und der Lucky Punch sitzt und zwar auf Seiten der Gäste. Hochverdient das 2-1. Kann man nicht anders beschreiben. Sie taten sich lange Zeit schwer mit dem Toreschießen. Am Ende mit der letzten Rille haben sie es dann noch geschafft. Tottenham gewinnt 2-1 gegen Cardiff City und das ist die Antwort auf das 1-3 zu Hause.
Nach dem 1:4 in Manchester wollte es der FC Bournemouth jetzt gegen den FC Watford besser machen. Sie hatten ja auch die bessere Anfangsphase und starteten durchaus attraktiv in diese Partie. Stanislas hat dort den Ball, kann nicht richtig vom Ball getrennt werden und Wilson schießt dann in der 6. Spielminute das erste Mal in Richtung Gehäuse der Gäste, auch wenn es nicht wirklich gefährlich wurde. Dann aber auch mal die Gäste heute in Grün spielen nach vorne unterwegs. Deulofeu macht das gar nicht mal so verkehrt. 13. Spielminute, der Kopfball geht dann aber doch links am Kasten vorbei. Relativ knapp, hätte sich fast in den Winkel hineingesetzt. Streift auch noch das Außennetz. Halbe Stunde knapp gespielt. Die Gäste etwas aktiver zu diesem Zeitpunkt. Hughes legt sich den Ball zurück, kriegt dann auch den Abschluss. Aber Begovic ist da und hält den Ball fest in seinen Händen. Nachspielzeit des ersten Durchgangs, nochmal die Gäste. Der Abschluss ist auch gar nicht verkehrt von Wiener, aber geht auch wiederum am linken Kreuzeck vorbei. Gute Schusshaltung, gute Situation, aber eben noch nicht mit dem Treffer belohnt. So ging es dann mit dem 0:0 in die Pause. Bournemouth gehörte der Anfang der Partie. Watford wurde dann vor dem Pausenpfiff deutlich stärker und hätte sich schon die Führung verdient gehabt. Der zweite Durchgang brauchte dann etwas, um in Fahrt zu kommen, dann aber wieder die Gäste aktiver. Das ist wieder Uina, kommt auch gut zum Abschluss, aber macht da viel zu wenig draus. Kein Problem für Begovic, den abzufangen. Zum Ende der Partie jetzt aber nochmal die Gastgeber nach vorne unterwegs. Stanislas testet hier Foster. Gute Aktion von beiden Akteuren in der Szene, auch schön hier herausgespielt. Dann tunnelt er auch noch einen Verteidiger. Dann ist der Ball aber etwas zu zentral getreten, sodass Foster sich auszeichnen kann. 10 Minuten noch zu spielen. Die letzte Möglichkeit für Bournemouth der Partie. Schaumann ist das nochmal, aber das ist dann zu wenig. Und am Ende des Tages geht dieses 0:0 dann auch in Ordnung. Watford hat durchaus eine vernünftige Auswärtspartie gespielt und der FC Bournemouth wird sich dann auch damit zufrieden geben können, hier einen Punkt zumindest mitzunehmen. Nach dem 1:0 Arbeitssieg gegen Crystal Palace wollte es der FC Chelsea gegen den FC Southampton heute wieder etwas attraktiver gestalten, besonders für die eigenen Fans hier im neuen Jahr. Wollte man einen guten Eindruck hinterlassen. Der FC Southampton verlor zuletzt 1:3 gegen Man City. Und hier gingen sie früh unter Druck. McCarthy erst mit der Parade gegen Ross Barkley. Aber Willian setzt nach und macht in der 9. Spielminute das 1:0 für die Blues. Schöner Abschluss hier von Ross Barkley. Dann erstmal auch eine starke Tat von McCarthy. Aber der Nachschuss ist dann nicht mehr zu parieren. Und die Londoner hatten hier richtig Bock auf diese Partie. Kanté auf Jorginho, steckt durch auf Eden Hazard. 2:0, kein Abseits. 23. Spielminute, sein 11. Saisontor. Und der Belgier erzielte hier die frühe doppelte Führung für Chelsea. Keine halbe Stunde gespielt, dann auch mal die Gäste von Ralf Hasenhüttl nach vorne aktiv. El-Younoussi bekommt auch den Abschluss, ist gar nicht mal so verkehrt, trotzdem ans Außennetz getreten, sodass Kepa hier nicht eingreifen muss. Zumindest mal ein Offensivzeichen, aber viel mehr kam dann auch nicht. Stattdessen vor der Pause nochmal die Gastgeber. Azpilicueta mit der Flanke perfekt getreten. Alvaro Morata mit dem 3:0 in der 41. Spielminute. Und damit war eigentlich schon alles gegessen, überhaupt vor dem Pausenpfiff. Trifft er gar nicht optimal, lässt er übers Schienbein rutschen. Und dann mit dem Spann haut er ihn hinein. 3:0 also zur Pause. Deutliche Halbzeitführung, ging aber auch so in Ordnung. Der FC Chelsea machte eine richtig gute Heimpartie. Und das zog sich auch weiterhin bis hin in die 60. Spielminute, bis über diese 60. Spielminute hin weg. Und in der 64. Minute wurde es dann auch richtig derbe für Southampton. Marcos Alonso mit dem 4:0, zweites Saisontor für den Außenverteidiger, und jetzt war spätestens alles klar. Aber jetzt wurden die Gäste zumindest nochmal aktiv nach vorne. Ward-Prowse kann hier mal abschließen. Kepa kann sich auszeichnen. Gute Szene auch hier von beiden in dieser Situation. Dann kam tatsächlich auch Stuart Armstrong mal zu einem Abschluss. 73. Spielminute, das 4:1. Der Ehrentreffer zumindest war geschafft, aber
Wirklich spannend wurde es natürlich nicht mehr. Stattdessen nochmal Chelsea nach vorne. Jorginho, sehr auffällige und gute Partie. Barclay zu Alvaro Morata. 5:1, 78. Doppelpack für Morata. Und jetzt sah das Ergebnis endgültig versaut aus für die Gäste. Aber in der Nachspielzeit wagten sie sich nochmal nach vorne. Austin über die rechte Seite. Ward-Prowse, super Flanke. Armstrong. Und dann Kepa mit dem Fehler, 93. Spielminute, 5:2, eine torreiche und spektakuläre Partie endet am Ende auch mit diesem Resultat. Chelsea gewinnt hochverdient, war eine tolle Partie, Southampton kam zu spät und war hinten in der Verteidigung einfach zu anfällig. Und so geht dieses klare Ergebnis auch ganz sicher in Ordnung. Die Niederlage beim FC Fulham tat Huddersfield so richtig weh. Gegen den Tabellenvorletzten verlor man da. Man hätte dran vorbeiziehen können. Jetzt ist man 4 Punkte auf den Vorletzten zurück. Die erste Möglichkeit gegen FC Burnley hatten sie aber auf ihrer eigenen Seite. Erik Durm versucht es da mal nach nicht mal 5 gespielten Minuten. Macht zu wenig draus. Die Szene vorher ist gut, aber der Abschluss dann zu schwach. Der FC Burnley konnte sich gegen West Ham United durchsetzen am Sonntag mit 2:0. Und wagte sich dann in der 18. Spielminute mal nach vorne. Der Abschluss von Barnes, Kongolo ist aber dazwischen und kann mit der Fußspitze den Ball abwehren. Der anschließende Eckstoß, gefährlich hineingetreten. Mi kommt auch zum Abschluss, zum Kopfball, aber Jonas Lössel ist da. Hatte auch noch einen Strafstoß gegen Fulham parieren können, aber das hatte ja am Ende nichts mehr genutzt. Da kassierten sie den ganz späten Gegentreffer. Dann 10 Minuten vor der Pause nochmal die Gastgeber, aber es sollte noch nicht sein mit dem Tor zur Pause, stand es also 0:0. Was auch so klar ging nach den 45 Spielminuten, aber es sollte im zweiten Durchgang von Huddersfield am besten noch ein bisschen gefährlicher werden. Trotzdem kam stattdessen erstmal der FC Burnley. Super Schuss in dieser Szene, aber nur Aluminiumpech für den FC Burnley. Pritchard legt jetzt hier auf Hader Jonay. Da ist dann auch der Abschluss von Meunier. Aber zu wenig, deutlich zu wenig, wenn man hier den Dreier einfahren möchte. Burnley war immer wieder gefährlicher. Cork auf Westwood. Und Lössel kam mehr und mehr unter Druck. Aktuell dieses 0:0 sehr schmeichelhaft für die Gastgeber, weil die Phase der Gäste jetzt wirklich richtig stark war. Es kam aber wenig nach vorne im Laufe des zweiten Durchgangs. Einmal noch musste Jonas Lössel eingreifen. Eine halbe Stunde vorm Ende, aber danach kam da nichts mehr. Bitter für Huddersfield, das war zu wenig, dieses 0:0 gegen Burnley. Die werden damit leben können. West Ham United gegen Brighton and Hove Albion. Das ist eine richtige Mittelfeldpartie. Platz 11 gegen Platz 13 und man möchte sich möglichst schnell aus allen Abstiegssorgen entfernen. Und hier starteten die Gäste deutlich besser rein. 9. Spielminute, Davy Prepper, erstes Saisontor. Und das war schmerzhaft für West Ham, so früh in Rückstand zu geraten. Doch damit konnten sie recht gut umgehen. Über eine Viertelstunde zwar schon gespielt, aber sie wurden immer wieder gefährlich, die Hammers. Das ist Lucas Perez, bekommt den Ball ein zweites Mal auf den Fuß, 18. Spielminute, 1:1, drittes Saisontor für Lucas Perez. Super Abnahme, klasse platziert und dann kann er sich auch feiern lassen. Und West Ham wurde besser und wollte jetzt die Partie gänzlich drehen. Keine halbe Stunde gespielt, Obiang hat die Übersicht, Philippe Anderson dreht den fast oben rechts in den Winkel rein. Hätte es durchaus verdient gehabt, diese Szene. Auch kein Abseits, ganz klar. Aber der streift eben am Winkel vorbei. Nochmal vor der Pause die Gastgeber über die rechte Seite. Antonio bringt da die Flanke. Da ist Lucas Perez. Und 2:1. 38. Spielminute. Doppelpack. Lucas Perez verdient zu dem Zeitpunkt. Sie machten jetzt einen richtig guten Auftritt hier. Legten einen guten Auftritt hin. Und Brighton and Hove war nach der frühen Führung einfach zu schwach nach vorne. Davy Prepper konnte das 1:0 erzielen, das aber nicht bis zur Pause hielt. 2:1 also zum Pausenpfiff. Dann wurde es erstmal wieder etwas stärker für die Gäste. Hier eine Möglichkeit, Creswell ist aber auf der Linie, kann den per Kopf klären. 10 Minuten vor dem Ende, West Ham hätte jetzt alles klar machen können. Lucas Perez, überragender Ball auf Rice. Das muss es sein, das muss das 3:1 sein, das wäre dann
auch die Entscheidung gewesen. So blieb Brighton and Hove Albion weiterhin in der Partie. Wir sind schon in der Schlussminute. Montoya bringt den Ball rein. Andone setzt sich da durch. Andone setzt sich da durch. Andone. 90. Spielminute 2:2. Wie aus dem Nichts dieser Ausgleich. Aber West Ham hatte es verpasst, die Entscheidung frühzeitig zu erzielen. Und so holen sie hier dann doch noch einen Punkt gegen West Ham United. Die sind hart geschlagen. Extrem bitter für die Gastgeber, so spät das 2:2 noch zu kassieren. Nicht verdient. Aber Andone ist im Endeffekt der, der dran geblieben ist und schießt das 2:2. Wolverhampton landete einen richtigen Coup gegen Tottenham Hotspur. Konnte man mit 3:1 gewinnen im Londoner Tottenham Stadium. Und das war wirklich überraschend. Jetzt sollte es gegen Crystal Palace zum nächsten Dreier reichen. Man steht ja im oberen gesicherten Tabellenmittelfeld. Tatsächlich kratzt man eher sogar an den Euroleague-Plätzen, auch wenn da noch ein Punktepolster ist zum FC Arsenal im negativen Sinne. Die erste Möglichkeit gehörte hier aber auch Wolverhampton und sie spielten weiterhin gut nach vorne. Dann die Möglichkeit für Ruben Neves, scheitert hier aber am Keeper von Crystal Palace in der 38. Spielminute und so stand es weiterhin 0:0. Aber die Wolverhampton Wanderers waren hier klar besser. Dann hier der Kopfball an die Latte und diesmal ist Ruben Neves erfolgreich. Staubt dann ab, 39. Spielminute, sein drittes Saisontor und das war sicherlich eines der einfacheren. Hatte er sich aber auch verdient mit der Situation davor schon. Und jetzt wurde er völlig alleine gelassen und konnte den Treffer erzielen. Die verdiente Führung für die Gastgeber. Und das ist dann auch gut durchgesetzt gegen Sarko im Zweikampf. Der kommt nicht mehr an den Ball und kann nichts mehr verhindern. Dann wacht aber auch Crystal Palace auf vor der Pause durch dieses 1:0 wach geküsst. MacArthur legt auf Schlupp auf. Cody fälscht ab, unglücklicherweise. Und so stand es dann 1:1. 45. Spielminute. Wie aus dem Nichts der Ausgleich. Das Stadion erstummte und man wusste nicht so recht, aus Gastgebersicht, wie konnte das jetzt passieren? Erster Torschuss der Gäste, Fehler im Spielaufbau und dann wird man dafür bestraft mit einem abgefälschten Schuss. Es ging dann mit diesem 1:1 in die Pause. In der schauen wir hier nochmal drauf und dann standen 45 weitere Minuten an hier im Duell zwischen Wolverhampton und Crystal Palace. Wer konnte sich jetzt durchsetzen? Crystal Palace versuchte es zumindest. Kouyaté legt den Ball einmal auf Milivojevic. Aber jetzt kommt eine symptomatische Szene. Mehrere Abschlüsse, es kommt aber keiner durch. Der Kopfball von MacArthur ist dann alles andere als gefährlich. Rui Patricio fängt den ganz einfach ab. Es war nicht mehr viel los im zweiten Durchgang. Wolverhampton nochmal knappe Viertelstunde vor dem Ende. Helder Costa. Und dann ist der Abschluss da in dieser Szene und der hätte es dann sein müssen. Das wäre der entscheidende Punch gewesen, aber es langte nicht mehr zum 2:1. Crystal Palace erkämpft sich hier einen Punkt gegen Wolverhampton und das geht dann am Ende des Tages auch so in Ordnung. Newcastle United gegen Manchester United. Die Kräfteverhältnisse sind hier klar verteilt. Man möchte aus United Sicht hier den Dreier einfahren und da sollte man sich als Gastgeber solche Fehler ersparen. Rashford, Pogba, Dubravka aber mit der Parade. Da hätten sie sich fast einen guten Auftritt in der ersten Hälfte selber versaut, aber Pogba kann hier gegen Dubravka nicht das 1:0 erzielen. Vor der Pause dann nochmal die Gäste. Young auf Pogba, der ist da. Pogba mit der flachen Flanke, aber Jedlin kann das klären und so ging es dann mit diesem 0:0 in die Pause. Nach vorne kam von Newcastle so gut wie nichts, aber Manchester United wurde auch gut vom eigenen Tor ferngehalten. Insofern konnte man dann damit auch recht gut leben, aber es standen ja noch 45 Minuten an und jetzt wagten sie sich auch mal nach vorne. 50. Spielminute, Richie mit dem Freistoß fast von der Mittellinie bringt ihn dann rein und da wird es dann nicht gefährlich, weil Young und Fellaini das im Zusammenspiel klären. Fellaini heute auf der Innenverteidigungsposition, weil Bailey ja rot gesperrt fehlte. Manchester United dann endlich mal wieder auf dem Weg nach vorne. Herrera, Lasquet kann es nicht klären. Und Paul Pogba fällt dann der Ball vor die Füße und erlöst die Gäste, die hier nicht das allerbeste Spiel ihrer Mannschaft sahen.
super Abschluss und dann einfach für Dubravka nichts mehr zu machen. Der war zu straff geschossen, auch wenn er nicht direkt gleich rechts einschlägt. Der war kaum bis gar nicht zu halten. Schlussphase, Manchester United wollte jetzt alles klar machen. Rashford mit der Flanke, Ander Herrera läuft durch. Und das war's dann auch. Drittes Saisontor für den Spanier, 83. Spielminute. Es war alles klar. Und das ist dann das, was man gemeinhin als Arbeitssieg bezeichnet. Nicht spielerisch schön, nicht unbedingt als mitreißend zu bezeichnen, aber das ist eben im Endeffekt egal, wenn man gewinnt. Ander Herrera macht hier die Entscheidung und das 2:0 geht dann für Manchester United unter dem Strich auch in Ordnung. Newcastle war zwar im ersten Durchgang defensiv insbesondere sehr stark, aber sie brachten nach vorne zu wenig, als dass sie hier etwas hätten mitnehmen können. Das ultimative Topspiel, Manchester City gegen den FC Liverpool im Etihad Stadium. Und für den FC Liverpool geht es darum, hier zumindest einen Punkt mitzunehmen, um nicht den Abstand schmelzen zu lassen. Manchester City hat 7 Punkte Rückstand und könnte eben auf 4 ranrücken. Die erste Halbmöglichkeit gehört hier den Gästen. Fabinho kommt hier aber nicht durch, weil sich Danilo da reinschmeißen konnte. Dann auch mal Man City nach vorne. Etwas vorstellig geworden. Walker mit Sterling. Und da Sergio Aguero, 24. Spielminute, das 1:0 für Man City. Kam etwas aus dem Nichts. Aber das ist nicht relevant. Da verschätzt sich in der Mitte ein Verteidiger und schon kann man hier mit 1:0 in die Pause gehen. Beziehungsweise mit 0:1 aus Liverpool-Sicht. Wie konnten sie jetzt darauf reagieren? Sie wurden deutlich stärker im zweiten Durchgang. Und Man City etwas nervös. Kompany mit einem Fehlpass, den man nicht so häufig von ihm sieht. Salah legt auf Fabinho. Und Ausgleich. 51. Spielminute. So schnell war es geschafft. Und der zweite Durchgang wurde jetzt spektakulär. Und deutlich besser. Ederson konnte hier nichts mehr parieren. Da ließen sie sich feiern. Ein 1:1 wäre ja schon durchaus positiv gewesen. Aber weiterhin dann Liverpool stärker. Manés Flanke wird erstmal von Laporte geklärt. Trotzdem bleiben die Reds dran. Wijnaldum hat die Übersicht auf Shaqiri. Serdan Shaqiri, Traumtor des Schweizers. 58. Spielminute, sein 7. Saisontor. Und plötzlich führten die Gäste. Herber Rückschlag für Man City und es wurde böse, bitterböse. Sie versuchten nach vorne zu spielen und wurden jetzt ausgekontert. Und dafür ist einer wie er bekannt. Mo Salah von Roberto Firmino auf die Reise geschickt. 3:1, Viertelstunde vor dem Ende. Der Ägypter mit seinem 14. Saisontor. Und jetzt wurde es extrem schwierig für Man City, da nochmal zurückzukommen. Hier für Ederson gar nichts zu halten. Aber Man City gab sich nicht auf, 10 Minuten noch knapp zu spielen. Sané und Silva dann über die linke Außenbahn. Sergio Aguero macht den Ball gut fest. Die Flanke von Zinchenko kommt erst nicht durch im Nachgang, aber findet er Sané. 2:3, 81. Spielminute, 7. Saisontor für Leroy Sané. Und jetzt war die Frage, konnte Man City nochmal eine Schlussoffensive starten? Das Zeug dazu haben sie ja durchaus, aber Liverpool ist eben auch eine starke, extrem überragende Mannschaft. Konnte das jetzt vom eigenen Tor fernhalten, das ganze Spiel. Fabinho nochmal, Shaqiri testet nochmal, Ederson 5 Minuten vor dem Ende. Konnte nicht das 4:2 und seinen Doppelpack erzielen. Dennoch gewinnen hier die Gäste in einer unterhaltsamen zweiten Hälfte, erzielen sie 3 Tore, bekommen dann nur noch 1 und so steht dann am Ende ein 3:2. Manchester City rückt damit auf 10 Punkte weg, beziehungsweise Liverpool ist 10 Punkte weiter vor. Der FC Villarreal empfing zum Nachholspiel Real Madrid. Die Gäste gewannen ja die Clubweltmeisterschaft im Endeffekt ganz souverän. Und hier traten sie in voller Kapelle auf, aber starteten nicht so gut rein, weil die Gastgeber das gut machten. Nach dem 2:2 gegen Huesca, dem Tabellenletzten, wollte man sich hier besser präsentieren und das machte man dann auch. Carlos Bacca, 5. Saisontor, 24. Spielminute und die Gastgeber waren doch etwas überraschend zu dem Zeitpunkt in Führung. Real Madrid machte das gut, aber die vielen Spiele merkte man dann doch in den Knochen der Königlichen. Hier lagen sie dann dementsprechend etwas unglücklich zurück
Erst noch die starke Parade von Courtois, aber direkt auf den Fuß von Carlos Bacca. Kann man ihm aber keinen Vorwurf machen. Das war erst noch eine starke Tat, dann ist im Endeffekt nichts mehr zu machen. 1-0 also für Villarreal. Was war mit Real Madrid los? Sie versuchten vor der Pause noch die Antwort zu finden. Über die rechte Außenbahn ist das Benzema mit der Flanke und Gareth Bale muss hier unbedingt das 1-1 machen. Guter Kopfball, aber zu unplatziert. Starke Parade dann in letzter Instanz. Trotzdem muss das der Ausgleich sein. Dann Toni Kroos nochmal. Toni Kroos, abgefälschter Schuss von Funes Mori. Schmeißt alles rein, was er hat und Villarreal wollte diesen Vorsprung irgendwie verteidigen. Und das klappte zumindest bis zur Pause. Ganz gut, es stand weiterhin eben 1-0. Carlos Bacca war derjenige, der das Tor und den Halbzeitvorsprung erzielen konnte. Real Madrid wurde jetzt aber stärker im zweiten Durchgang, noch stärker. Toni Kroos von der rechten Seite legt sich den Ball zum Eckstoß hin. Da kommt Modric kurz, Bale verlängert und Benzema. Super gespielt, super ausgespielt diese Ecke und dann ist es am Ende Pech, dass Benzema den Ball nicht noch besser platzieren kann. Real blieb aber dran, Luka Modric, Abschluss. Naja, das ist dann etwas harmlos, sie versuchten es aber zumindest und spielten weiter nach vorne. Es waren aber nur noch 10 Minuten auf der Uhr, Lucas Vázquez wartet zu lange und Llorente kriegt den Ball dann nicht mehr aufs leere Tor vernünftig platziert. Und die Zeit wurde immer knapper. Nochmal Real Madrid. Keine 5 Minuten mehr zu spielen. Llorente, super Ball. Genialer Ball auf Lucas Vázquez. 87. Spielminute. Das 1-1 für Real Madrid. Hochverdient. Und zumindest der eine Punkt für Real Madrid auf der Habenseite. Das wird im Endeffekt auch zu wenig sein aus Sicht der Gäste. Man hat so 7 Punkte Rückstand nach 17 Spielen auf den FC Barcelona. Nichts, was man nicht drehen könnte, aber ein Sieg wäre hierdurch doch essentiell gewesen. Sie schafften es nicht, ihre Großzahl an Chancen umzumünzen in noch mehr Tore. Zumindest einen Punkt können sie sich aber retten und damit werden sie dann auch leben müssen. Topspiel in der La Liga. Atletico Madrid war zu Gast beim FC Sevilla und sie starteten hier gut rein, die Gäste, die Elf von El Cholo, und sie waren richtig eingestellt. 9. Spielminute, erste Möglichkeit. Thomas Partey versucht es hier, der hätte auch gepasst, aber auch eine starke Tat in dieser Szene. Doch Atletico war besser drauf, der anschließende Eckstoß kann nicht richtig geklärt werden. Arias hat den Ball lange, kann dann auch abschließen und Santiago Arias macht in der 11. Spielminute das 1-0. Erstes Saisontor für ihn und die Gästeführung in dieser Partie zu dem Zeitpunkt schon hoch verdient. Diego Simeone konnte sich freuen. Hatte alles richtig gemacht. Über eine Viertelstunde jetzt gespielt. Weiterhin nur die Gäste am Spielen. Kalinic. Aber was legt mit einer starken Tat. Wie schon gegen Thomas Partey in der Frühphase der Partie. War der beste Mann auf dem Feld bei den Gastgebern. Immer wieder mit starken Paraden. Und weiterhin Atletico Madrid. Antoine Griezmann hat den Ball gut behauptet. Legt dann weiter auf Correa. Die Flanke kann dann nicht komplett entschärft werden. Der Abschluss von Rodri. Geht aber über den Kasten hinweg. 10 Minuten vor der Pause hätte es schon 2-0 stehen können. Eventuell sogar müssen. Dann kam auch der FC Sevilla mal nach vorne. Kurz vor dem Pausenpfiff. Nolito legt zu Escudero. Der nochmal in die Mitte. Und das der Ausgleichstreffer. Ibrahim Amadou. 44. Spielminute. Auch sein erstes Saisontor. Die Sevilla-Fans konnten sich freuen. Höchst schmeichelhaft gingen sie hier nämlich mit dem 1-1 dann. Auf Gleichstand. Doch Atletico Madrid ließ sich davon nicht beeindrucken. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Koke bringt den Eckball, der von Vaslik nicht komplett entschärft werden kann. Correa und Saul Niguez kann dann wieder die Führung herausschießen. 4. Minute der Nachspielzeit. Bleibt er eben eiskalt. Vaslik macht keine gute Figur in der Szene und muss dann hinter sich greifen, weil er nicht auf der Linie geblieben war. 1-2 zum Pausenpfiff ging dann höchst verdient so in die Pause.
Keine halbe Stunde mehr zu spielen, wieder Atletico Madrid. Sie wollten jetzt hier alles fit und klar machen. Kalinic legt zu Koke 1:3, 64. Spielminute. Sein zweites Saisontor, extrem verdient. Wie schon mehrfach erwähnt, das war ein starkes Spiel der Gäste und sie schossen sich hier mit 3:1 in einer guten Position, gut in Front. Thomas Partey über die linke Seite bringt er da seinen Mitspieler ins Geschehen rein und Griezmann scheitert hier ganz knapp am 4:1. Das wäre dann logischerweise die endgültige Entscheidung gewesen. So kam nochmal Sevilla. André Silva an den Pfosten, aber Escudero staubt ab. 73. Spielminute. Erst der Pfostenschuss, aber Escudero passt auf und setzt den Ball dann mit etwas Glück über die leere Torlinie. Doch Atletico wollte trotzdem weiter nach vorne spielen, nichts mehr anbrennen lassen. Sie kam nochmal, Kalinic, 77. Spielminute. Das war dann auch die Entscheidung. Das 4:2 war hier der Endstand. Super Abnahme, klasse gemacht mit dem rechten Fuß. Setze ihn links unten rein. Und so gewinnt Atletico Madrid in einer tollen Partie, insbesondere weil die Gäste eine starke Leistung zeigten, mit 4:2 und bleiben damit oben an Barcelona dran. Der FC Getafe ist in dieser Saison nicht zu unterschätzen. Sie stehen auf Platz 7 und sind eng an den Euroleague-Plätzen dran. Der FC Barcelona war hier trotzdem der Favorit, keine Frage. Der Tabellenführer wollte hier den nächsten Pflichtsieg einfahren. 4. Minute, Messi mit der ersten Möglichkeit. Etwas spitzer Winkel und trotzdem kriegt er den fast noch aufs Tor gezogen. Knappe 20 Minuten zu spielen gewesen zu dieser Zeit. Maximovic auf Molina und der macht in der 21. Spielminute das 1:0. 6. Saisontor für den Stürmer. Stark gemacht, super Ball von Maximovic und Ter Stegen kann gegen diesen platzierten Schuss da nichts mehr halten. Jetzt über eine halbe Stunde gespielt, der FC Barcelona wieder auf dem Weg nach vorne. Was Messi da macht, ist überragend, aber wird nicht belohnt. Extrem großes Pech mit dem linken Außenriss an den Pfosten und von da dreht er sich dann irgendwie raus, sodass sie nicht belohnt werden konnten. Aber Getafe spielt da auch gar nicht so verkehrt nach vorne über die linke Seite. Dann Maximovic mit der Flanke und das muss in der Szene das 2:0 sein. Wäre schmeichelhaft gewesen. So geht es mit dem 1:0 in die Pause. Barcelona konnte sich nicht belohnen dafür, dass sie doch einige gute Möglichkeiten hatten. Insbesondere der Pfostenschuss von Messi war extrem sehenswert. Sie spielten aber weiterhin nach vorne. Rakitic, Messi, Suarez, überragend gespielt. Super Spielzug und Sergio Busquets, der wirklich nicht häufig trifft, macht hier das 1:1. Aber das ist eben sensationell. Spätestens das von Suarez ist auch als Weltklasse zu betiteln. Mit der Hacke leitet er weiter und Busquets nutzt das dann aus. Sie wollten jetzt das 2:1 erzielen, wäre auch verdient gewesen. Wieder Busquets, Vidal, Busquets, Suarez. Aber David Soria mit einer starken Tat in der 67. Spielminute vermeidet hier das 2:1 für die Gäste. Überragende Reaktion gegen den guten Schuss von Suarez. Getafe wagte sich nur noch selten nach vorne. Aber wenn, wurde es dann auch gefährlich, weil Barcelona viel nach vorne warf und alles riskierte. Molina, wieder Molina, wieder Molina und wieder unhaltbar. 7. Saisontor, Doppelpack für Molina. Und konnten sie jetzt tatsächlich die Sensation schaffen, gegen Barcelona zu gewinnen. Wir sind in der Nachspielzeit. Nochmal der Abschluss von Rakitic, aber der war zu schwach. Tatsächlich verliert Barcelona hier mit 2:1. Nicht verdient, aber Getafe hatte eben zweimal Molina auf der eigenen Seite. Und so gewinnen sie hier etwas überraschend mit 2:1. Jo, das war die Prognose. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Über einen Daumen und ein Abo würde ich mich natürlich auch äußerst freuen. Ja, guten Rutsch, bis denn und ciao.